Als einziges Team stehen die Dornbirn Bulldogs im Jahr 2018 noch ohne Sieg da. 23 Stunden vor dem schweren Spiel in Linz müssen die Vorarlberger auf ihrem Roadtrip ins Neumoran. Die erste Chance in dieser Partie haben allerdings die Tschechen. Colton Yellowhorn hat nach mehrmaligen Versuchen von Snoimo die Riesenmöglichkeit, zögert dann aber einfach zu lange mit dem Abschluss. Dann die 8. Minute, Dornbirn im Umschaltspiel. Dieses schließt Matthew Fraser perfekt ab. Das 1:0 für die Bulldogs. Knapp eine Viertelstunde ist dann gespielt. Snoimo in Überzahl, dann aber wieder die Dornbirner, die gut kontern und wieder ins Tor treffen. Das 2:0, Jérôme Leduc baut die Führung der Gäste aus. Wenig später ist Snoimo wieder im Powerplay. Dieses Mal lassen sich die Gastgeber aber nicht überrumpeln, sondern treffen selbst Petr Mrázek mit dem Anschlusstreffer für die Gastgeber. 2:1 damit der Zwischenstand für die Bulldogs nach dem ersten Drittel. Im zweiten machen die Adler dann Druck. Nach dem Bulli-Gewinn sticht Stepan Chamango zu, der Ausgleich für Snoimo in Minute 24. Es folgen 10 Minuten Leerlauf, der wiederum von den Vorarlbergern beendet wird. Dornbirn im Powerplay und dann James O'Neill mit dem 3:2 für die Gäste. Und das Team von Dave McQueen legt nach. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts findet Brody Reed im Powerplay Matthew Fraser. 4:2 für Dornbirn in der 39. Minute. Mit diesem Zwischenresultat geht es ins letzte Drittel, in dem die Bulldogs die Angelegenheit für sich entscheiden. Silvester zu Fraser, der mit seinem dritten Tor in diesem Spiel und dem 5:2 für die Bulldogs in der 50. Minute. Und nur 2 Minuten darauf klingelt es noch einmal Scott Timmins mit dem 6. Treffer für die Vorarlberger. Dornbirn schlägt Snoimo auswärts mit 6:2 und gewinnt erstmals im Kalenderjahr 2018.